Die CD-Spiele wurden in verschiedenen Verpackungen bzw. Versionen veröffentlicht. Da zum Beispiel die ganz normalen CD-Hüllen hat es gegeben. Also kennt da jeder, macht auf, da ist die CD drin und da ist die Anleitung. Einziger Unterschied war jetzt, dass auf der Seite oben CDI drauf gestanden ist. Gut, dann kann man sie auch noch in dieser Version raus, oder beziehungsweise wurden verkauft, hat man auch ganz normal die CD-Hülle, und hier hat man solche Pappschuber dabei, warum auch immer, aber wie gesagt, so sind die auch veröffentlicht worden. Dann die ganz alten oder die ersten CDI-Titel kamen in solchen CD-Hüllen daher, die sind um einiges größer als die normalen CD-Hüllen, sieht man eh gleich, und was sehr komisch ist, ist nämlich, man öffnet sie auf der Seite, warum auch immer, aber das sind die ersten Verpackungen, die veröffentlicht worden sind von den CDI-Titeln in Europa hauptsächlich. In Amerika zum Beispiel, da haben die CD-Hüllen ausgeschaut wie DVD-Verpackungen, die sind da meistens auch noch mit so einem Pappschuber daherkommen. Und es hat eine Handvoll Spiele gegeben, die wurden in großen Kartonschachteln veröffentlicht, also so wie beim PC-Spiel oder bei einem Amiga-Spiel zum Beispiel. Gut, weil ich jetzt schon mal Mario oder Hotel Mario herausliegen habe, werde ich noch zwei andere Spiele dazu gesellen, und zwar diese hier, Zelda The Wand of Gamelon und Link Die Fratze des Bösen. Jeder auf YouTube oder sonst irgendwo, der eine Review macht über das CDI, erwähnt natürlich auch diese Spiele. Es gibt noch ein viertes Spiel, und zwar Zelda's Adventure. Das sind vier Spiele, die eine Nintendo-Lizenz haben. Punkt 1, ich werde euch die Spiele nicht zeigen. Warum? Weil es jeder macht. Aber dafür möchte ich was anderes machen, und zwar viele erwähnen zwar, dass Philips die Lizenzen von Nintendo hat und erklären ungefähr, von wo die kommen, aber fast keiner erzählt die richtige Geschichte, woher die wirklich die Lizenz gekriegt haben. Wie gesagt, ich will es nicht herzeigen, weil es alle herzeigen, wer wirklich meine Meinung haben will von den Spielen. Also Hotel Mario ist ein Jump'n'Run-Puzzle-Spiel, finde ich jetzt, ist nicht einmal so schlecht. Und die zwei, ja, das sind so Sides, also die sind wie Zelda 2 auf dem normalen Nintendo, also von der Seite sieht man es. Und ja, sind halt eben mehr oder weniger Action-Jump'n'Runs. Die gefallen mir nicht so sehr. Das letzte, was ich nicht habe, Zelda's Adventure, ist wieder mehr im klassischen Stil, das heißt von einer Vogelperspektive aus. Ja, ich würde es gern haben, nur die Preise davon, die sind echt viel zu hoch, und ja, dadurch, dass der Angry Video Game Nerd eine Review gemacht hat über das Spiel einmal, muss man zugeben, dass die Preise sich verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht haben. Ja, nur weil es er halt eben reviewed hat. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich nie besitzen, aber ist wurscht. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass Philips überhaupt die Lizenzen bekommen hat. Und das Ganze hat mit Sony zu tun. Das war auch was, was ich ja gleich am Anfang erwähnt gehabt habe, was ich später erwähnen wollte, und jetzt machen wir das. Und zwar, das Jahr ist 1988. Sony hat kein Interesse daran, das CDI zu entwickeln, das System. Das hat es Philips überlassen. Aber Sony hatte einen Vertrag unterschrieben mit Nintendo. Punkt 1, und zwar, dass sie einen Soundchip für sie erfinden bzw. machen, und außerdem, dass sie an einer CD-Erweiterung arbeiten fürs Super Nintendo. Ganz am Anfang waren sie sich noch nicht sicher, ob es, wie gesagt, eine Erweiterung für Super Nintendo sein soll oder ob es ein alleinstehendes System sein soll. Und da war auch noch nicht sicher, ob es jetzt ein 16-Bit-System sein soll oder ein 32-Bit. Sie haben sich dann entschieden, dass es ein Zusatzlaufwerk wird fürs Super Nintendo, und das sollte nochmal auf der unteren Seite verbunden werden mit dem Super Nintendo. Das war der Anschluss gewesen, der wurde ja sonst für nichts benutzt. Außer ein Modem, glaube ich, hat es da gegeben oder irgendwas. Aber ist ja wurscht, das reden wir anders mal. Gut, auf jeden Fall sollte es unten drauf sein, und das wäre schon designsmäßig eine Konkurrenz gewesen zum Sega Mega CD, beziehungsweise sollte überhaupt dieses CD-Zusatzlaufwerk eben ein Konkurrent werden vom Sega Mega CD, was ja dann auch veröffentlicht worden ist. Okay, also die Sony hat daran gearbeitet. Und es war jetzt ein 16-Bit-Zusatzlaufwerk fürs Super Nintendo.
Nintendo hat in dem Vertrag unterschrieben gehabt, dass Sony dann zuständig gewesen wäre für die CD-Spiele, beziehungsweise sie hätten die Rechte zu den CD-Spielen, aber Nintendo wollte unbedingt, dass die CD-Spiele in solchen Caddies veröffentlicht werden, CD-Caddies. Das ist ein CD-Caddy vom Commodore CD-TV und im Endeffekt macht man die halt eben da auf der Seite auf, zack, dann kommt normalerweise die CD rein, dann macht es zu, das wird dann ins CD-ROM-Laufwerk reingegeben und drinnen wird das geöffnet, damit der Leser halt die CD lesen kann. Die sollten aber halt eben verschlossen bzw. versiegelt, also verschlossen sein und in die CD-Caddies sollte dann ein sogenannter Lockout-Chip von Nintendo drin sein. Das heißt, dieser Lockout-Chip würde dann sagen, wenn einer drinnen ist, das ist ein Spiel, das die Lizenz von Nintendo hat und so würden sie sich die Kontrolle über die, über die Spiele behalten, die veröffentlicht werden. Sony war aber überhaupt nicht einverstanden mit der Idee und sie wollten halt eben, dass die Spiele ganz normal nur auf CD rauskommen und dieser Lockout-Chip sollte sich aber in dem Zusatzlaufwerk befinden und nicht in diesen CD-Caddies. Dank des Vertrags, den die zwei Firmen unterschrieben haben, würde das aber bedeuten, dass nicht Nintendo, sondern Sony jetzt die Kontrolle hätte über die Spiele oder die Titel, die veröffentlicht werden auf dem System. Und Sony hat dann auch noch veröffentlicht gehabt, dass sie das Zusatzgerät bauen werden und dass sie eigentlich die Rechte haben von der Lizenz, also von den Spielelizenzen. Und jeder in der Softwareindustrie, der sich daran beteiligen will, soll mit ihnen verhandeln und nicht mit Nintendo, da sie ja nach dem Vertrag alle Rechte hätten. Jetzt hat sich Nintendo extrem in die Hose gemacht, weil sie wollte natürlich nicht die Kontrolle verlieren und schon gar nicht an Sony, was die Lizenzen angeht, und deswegen haben sie hinter ihren Rücken angefangen mit Philips zu quatschen, von wegen, hey, macht es doch für uns das CD-ROM-Laufwerk. Philips hat dann eingewilligt und durch diesen Vertrag, den jetzt der Philips und Nintendo unterschrieben gehabt haben, hat Philips sich bereit erklärt, dass Nintendo die alle Lizenzen behält und also dass da nichts passiert, dass auch die Spiele alle in CD-Caddies ausgeliefert werden und als Gegenzug sollte dann Philips die Rechte, ein paar Rechte bekommen von Nintendo-Charakteren bzw. Nintendo-Lizenzen, das ist das dann geworden und all die Spiele, die rauskommen für dieses CD-ROM, also für die CD-Erweiterung für Super Nintendo, sollten auch kompatibel mit dem neuen CD-i sein. Jetzt hat aber Sony davon Wind bekommen und die haben dann gefragt, ob sie es an Bosch haben, beziehungsweise haben es damit bedroht, dass sie es verklagen werden, weil sie sich ja nicht an den Vertrag halten. Nintendo hat dann aber gleich gesagt, na, wir machen da irgendwas, wir werden da eine Einigung finden, da Nintendo jetzt der Sony auch nicht verlieren wollte, weil die machen ja die Soundchips für Super Nintendo. Und wenn die mal ausfallen sollten, weil da nichts mehr nachkommt, dann werden sie ein großes Problem haben mit den nächsten Super Nintendos, die es dann halt eben noch produzieren müssen und sonst irgendwas. Gut, währenddessen im Hintergrund hat Sony eigentlich die ganze Zeit seit Anfang an auch an einer eigenständigen Konsole gearbeitet, die CD-ROM-Spiele vom Super Nintendo eben abspielen hätte können und die auch gleichzeitig einen Modulschacht gehabt hat, das kompatibel gewesen wäre alles mit der Software vom Super Nintendo. Und dieses Projekt oder beziehungsweise die Konsole wurde damals PlayStation genannt. Hat nicht wirklich was mit der heutigen PlayStation zu tun, aber trotzdem, das war halt eben der Erfindungsgeist oder halt eben der Anfang von der Sony PlayStation. Nintendo hat aber nachher wirklich Wort gehalten und hat sich dann nochmal an den Verhandlungstisch gesetzt mit Sony und im Endeffekt sind sie dann wirklich auf eine Lösung gekommen, dass alle drei Firmen jetzt zusammenarbeiten und zwar, dass Nintendo die Lizenzrechte für die Spiele beibehält und darüber entscheiden kann. Dann Sony hat die Rechte bekommen, dass sie alle anderen Titel, die erscheinen sollen für dieses CD-ROM-Laufwerk, also für das Zusatz-CD-ROM-Laufwerk, wie zum Beispiel jetzt Lernprogramme oder Weiterbildungsprogramme oder was auch immer, das heißt, die durften das entscheiden und Philips hatte noch immer die Versicherung von Nintendo, dass auch die ganzen Spiele, die dann rauskommen, kompatibel mit dem CD-i werden oder bleiben.
Sie haben sich aber dann umentschlossen, dass es jetzt da kein 16-Bit-Zusatzlaufwerk wird, sondern ein 32-Bit-Laufwerk, was trotzdem noch immer kompatibel bleiben sollte mit dem CD-i. Jetzt hat diese ganze Geschichte, die hat ziemlich lange gedauert, das heißt 1988 hat die angefangen und im Endeffekt sind wir jetzt ungefähr im Jahr 1993. Jetzt bis 1993 hatten die Entwickler, muss man zugeben, schon so viele Probleme. Hauptsächlich, also ein Grund war zum Beispiel der CPU im Super Nintendo, der war ziemlich schwach, der war schwächer wie vom Sega Mega Drive. Das heißt, das hat schon viele Probleme bereitet. Dann halt eben die ganze, diese ganzen Verhandlungen haben lange Zeit gebraucht. Dann Nintendo ist mit dem sogenannten Super FX Chip daherkommen auf einmal, der in die Cartridges oder in den Modulen drinnen war und der war jetzt da wiederum zu schnell als die Konsole selber. Das heißt, da hat es so viele Komplikationen gegeben, dass Nintendo dann wirklich den Stecker gezogen hat aus dem ganzen Projekt und dann gesagt hat von wegen, hey, vergesst das, wir haben jetzt schon so viel Geld und Zeit reingepulvert, wir müssen das System wieder neu konfigurieren, dass das irgendwie zusammenpasst. Mit dem, was wir jetzt schon reingesteckt haben, beziehungsweise noch, wenn wir jetzt noch mehr Geld investieren, damit können wir eine eigene Konsole kreieren und deswegen, wir wollen das auch gleich machen. Das heißt, im Endeffekt wurde jetzt da alles gestoppt und Nintendo hat sich dann später darauf konzentriert, dass die Nintendo 64 entwickelt und dann halt eben veröffentlicht. Und aus dieser ganzen Geschichte haben wir jetzt dann bekommen, also Sony hat dann trotzdem noch weitergearbeitet an ihrer eigenen Konsole, an der PlayStation, die haben es dann komplett neu aufgebaut und die haben sie dann wirklich veröffentlicht und das ist die PlayStation, die dann, also die PlayStation 1, die veröffentlicht worden ist und Philips hat aus der ganzen Geschichte die Lizenz bekommen für diese vier Titel. Interessanterweise hat es dann auch einen fünften Titel gegeben, der war zwar in Entwicklung und ist relativ weit gekommen und das war Super Mario's Wacky World, die war halt wirklich gewesen wie ein Super Mario Spiel, nur das Spiel haben sie einstanzen müssen, warum? Sie hatten nur, also Philips hatte nur die Rechte von Nintendo für vier Spiele und nicht für fünf. Das heißt, deswegen haben sie es abbrechen müssen, die Arbeiten. Okay, das war jetzt die Geschichte, was ich noch erzählen wollte von Anfang an und als kleine Wiedergutmachung, weil ich jetzt die Spiele nicht herzeige, aber jetzt fangen wir endlich an mit den Spielen und ich möchte euch wirklich so viele Spiele zeigen, wie nur möglich, nur ich werde euch nicht alle Spiele zeigen, aber ich wollte euch einen sehr guten Einblick geben, was für Spiele gibt es jetzt eigentlich fürs CD. Aber jetzt fangen wir an mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel, das ich hier zeigen will, ist Defender of the Crown. Defender of the Crown ist ein Klassiker aus der guten alten Zeit. Es ist ein Strategiespiel und es war so erfolgreich, dass es fast auf alle Plattformen geschafft hat, die es damals gegeben hat. Unter anderem jetzt halt eben auch noch aufs CD-i. Und in dem Spiel versucht man die Kontrolle über England zu bekommen im Mittelalter. Und ja, also man versucht Territorien einzunehmen, dann man kann teilnehmen an Turnieren oder man kann die selber abhalten, man versucht Geld zu verdienen, da kann man Burgen einnehmen oder ausrauben und dann eine Armee aufzubauen, um halt eben England zu kontrollieren. Es hat ein sehr cooles Spiel, hat sehr viele coole Action-Levels und halt eben auch Strategie-Teile oder Strategie-Elemente. Echter Klassiker, kann ich nur weiterempfehlen, ist auch am CD-i ziemlich coole Geschichte.
Leaving the shattered bodies of the Norman guards behind you, you advance into a darkened chamber. There, glittering in the dim torchlight, an incredible sight meets your eyes. An open chest filled with gold. The night seems filled with new promise as you begin the journey home. Gut, das nächste Spiel ist Kiefer. Und Kiefer ist eine Art Genre-Mix. Auf der einen Seite hat man so Fluglevels, dann... Ich sag gleich, ich habe es nur gespielt jetzt für die Review und mir hat es eigentlich nicht wirklich getaugt. Ich weiß nur, wenn man eins dieser Fluglevel schafft, dann kommt man angeblich in eine Art Ego-Perspektive. Das ist dann mehr oder weniger eine Art Labyrinth, Grön, Schrägstrich, Rail-Shooter, wo man irgendwelche Gegner abfestet. Wenn man das Labyrinth hinter sich gebracht hat, dann hat man noch irgendein Puzzle und dann geht es zum nächsten Planeten. Also im Endeffekt alleine die Flugsequenzen, die haben wir nicht so taugt. Also Punkt 1, man kann nicht schießen, sondern man versucht 100.000 Sachen auszuweichen. Und das hat mir schon mal nicht gefallen, alleine von der Steuerung her. Und jedes Mal, wenn man irgendwie erwischt wird, dann kann man sich ein, zwei Sekunden nicht bewegen, weil das Schiff halt eben irgendwie nachreagiert drauf. Wie gesagt, mir taugt es nicht, aber vielleicht taugt es irgendwem anderen. Gut, machen wir gleich weiter mit Burn Cycle. Und Burn Cycle ist auch eine Art Mini-Genre-Mix. Also auf der einen Seite ist es ein interaktives Adventure, beziehungsweise ein Point-and-Click-Adventure und es hat auch Rail-Shooting-Sequenzen dabei. Ist von der Story her sehr Cyberpunk-mäßig, ist ein ziemlich cooles Spiel. Das ist auch eines der bestverkauftesten Spiele am CDI. Das 450er Modell vom Philips CDI wurde dann zu einem gewissen Punkt mit dem Spiel veröffentlicht. Und weil das Spiel jetzt so erfolgreich war, haben sie das sogar für den PC portiert. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich habe es leider noch nicht durchgespielt. Ich habe mir noch nicht wirklich die Zeit genommen, das Spiel zu spielen, aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es macht sonst auch jeder. Also es ist ein ziemlich cooles Spiel. Hey Cutter, antworte doch Cutter. Was ist los? Bist du okay? Das nächste ist Inka und Inka ist wirklich ein Genre-Mix, denn das ist auf der einen Seite eine Art Weltraumflugsimulation, auf der anderen Seite ist eine Art Rail-Shooter bzw. Point-and-Click-Adventure und es hat auch noch Puzzle-Elemente drinnen. Das heißt, das ist echt ein Allrounder. Ich kann mich noch erinnern zu der Zeit, wie das Spiel damals rausgekommen ist. Das hat es auch auf mehrere Systeme geschafft und die Reviews damals oder die Testberichte waren sehr positiv und auch das ist ein Spiel, das habe ich zwar mal vor langer Zeit einmal besorgt, nur ich habe es bis heute nicht wirklich gespielt. Für die Review habe ich es zum ersten Mal gespielt, aber auch ein Freund hat mir gesagt, bitte spiel das zweimal das Spiel. Also alleine grafisch schaut es schon mal cool aus und die Flugsequenzen erinnern mich extrem stark an Wing Commander 1 und 2, aber das Spiel muss auch wirklich, ich sage jetzt nicht geklaut, aber es wurde inspiriert. Ganz stark von Krieg der Sterne, denn nachdem man es geschafft hat, dass man nah genug an einen Planeten rankommt, dann hat man irgendwie ein Level, das schaut aus, wie wenn man den Todesstern gerade angreift und da muss man irgendwelche Jäger abfetzen, dann schafft man es auf dem Planeten. Und dort haben wir dann dieses Point-and-Click-Adventure, wo wenn Gegner kommen, dann wechselt das Ganze in eine Art Rail-Shooter. Ziemlich cooles Spiel, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich gebe aber ehrlich zu, ich habe es noch nicht wirklich gespielt.